Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du beim Importieren von Daten unterschiedliche Verzweigungen verwenden kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. In diesem Datenpaket werden mehrere XML-Dateien über diesen For-Each-Schleifen-Container in eine Tabelle am SQL-Server importiert. Ein Blick auf diese XML-Dateien zeigt uns, dass wir im Summe 7 Dateien importieren und diese alle dieselbe Struktur beinhalten. Nun ist das Thema von diesem Video, Verzweigungen zu berücksichtigen, und dazu wählen wir nun folgende Aufgabenstellung, und zwar, wenn wir neben dieser einen Variante von XML-Dateien noch 2 weitere Varianten von XML-Dateien vorhanden haben und diese entsprechend zu ihrer Rubrik in die jeweilige Tabelle importiert werden sollen. Sprich, alle XML-Dateien, welche Bücher bzw. Book entsprechend sollen in die Tabelle Book geschrieben werden. Wenn wir nun eine zweite Kategorie beginnen, und zwar Hardware, und erstellen auch etliche Dateien davon, und eine dritte Rubrik, beispielsweise Möbeln, und erstelle auch dort entsprechende XML-Dateien. Nun möchte ich nun für jede dieser Rubrik, dass diese Daten auch in die entsprechende Tabelle dazu importiert werden. Um das zu ermöglichen, bedienen wir uns nun mit dem Hilfswerkzeug von Verzweigungen. Dazu muss zunächst eine neue Variable definiert werden. Und zwar möchte ich nun mit dieser neuen Variable den Dateinamen von der entsprechenden XML-Datei sichern bzw. speichern. Diese nennen wir Dateiname, wählen als Datentyp String, und diese Variable muss dann für jeden iterativen Durchlauf neu beschrieben werden. Aus diesem Grund werde ich nun nicht wie hier in diesem Ausdruck den Befehl oder die Anweisung hinterlegen, sondern ich wähle aus dem Werkzeugkasten eine Komponente, und zwar den Task Ausdruck. Diese gebe ich zu Beginn und nenne es Ermitteln von Dateinamen. Ein Doppelklick darauf öffnet uns nun den Ausdrucksgenerator, und in den Variablen gebe ich nun diese Variable hinzu, und jetzt benötigt es einen Ausdruck, mit dem ich sozusagen den Dateinamen aus der Datei, welche den gesamten Datei plus Verzeichnis beinhaltet, herauslöse. Dazu habe ich bereits einen entsprechenden Ausdruck vorhanden, und zwar vereinfacht beschrieben arbeite ich mit dem Befehl token und token count. Diese liefern wir dann entsprechend den Dateinamen zurück und verwende zu guter Letzt noch den Befehl lower, damit ich sozusagen nur mit kleinen Buchstaben arbeite, damit es sozusagen keine Verwirrung beim Ermitteln, ob es nun ein Buch ist, ein Möbel oder eine Hardware ist. Gut, soweit dieser Ausdruck. Ich bestätige das mit OK. Damit erhalten wir nun den Dateinamen. Und jetzt benötigt es sozusagen noch die entsprechende Verzweigung. Dazu kopiere ich
und bestehenden Datenfluss. Nenne diese Hardware. Und diesen nenne ich Möbel. Gebe diese hier hinzu. Gebe nun die entsprechenden Verzweigungen an und muss noch, bevor ich das nun entsprechend durchführen kann, am SQL Server noch die Tabellen erstellen. Dazu werde ich nun vereinfacht die bestehende T_Books für Hardware verwenden und für Möbel. Da ja die XML-Dateien in meinem Fall kopiert worden sind, beinhalten sie auch dieselbe Struktur. Nun benötigt es noch eine Anpassung der Zieltabelle, und zwar die Hardware benötigt die Hardware-Tabelle und die Möbel benötigt die entsprechende Möbel-Tabelle. Gut, nachdem das nun jetzt entsprechend hinterlegt ist, benötigt ihr jetzt noch einen letzten Schritt, damit sozusagen die Unterscheidung gemacht werden kann, ob es sich nun um ein Buch, Hardware oder Möbel handelt. Dazu kann ich nun diesen Pfad noch weiters einen Ausdruck hinterlegen, und zwar indem ich nun angebe, dass dieser Pfad nur dann erfolgt, wenn auch im aktuellen Durchlauf der Dateiname ein Buch ist. Dazu habe ich einen Ausdruck vorbereitet, und zwar arbeitet dieser mit dem FindString. Dieser durchsucht den Dateinamen, und zwar ob das Schlüsselwort Book vorkommt. Falls ja, dann soll dieser Zweig ausgeführt werden, falls nicht, dann nicht. Nun ist das hinterlegt, das mache ich nun für die anderen beiden ebenso und tausche nun den Suchbefehl aus. Hier sind es Möbel und nun machen wir nun einen ersten Testlauf. Wie wir sehen, wurden die Dateien importiert und überprüfen das nun in der SQL-Tabelle. Ich schließe dieses Fenster und führe nun eine neue Abfrage aus, und zwar select from books für Hardware und Möbel. Führe diese alle drei aus und wir erwarten nun in der T-Books-Tabelle, dass nur die Dateien importiert worden sind, die Book im Dateinamen beinhalten. Diese ist erfüllt für den T-Books. Jetzt überprüfen wir noch die Hardware. Auch hier ist zu sehen, dass nur die Hardware-Dateien importiert worden sind. Und zu guter Letzt auch die Möbel. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Vorgehensweise oder mit diesem Ansatz Verzweigungen in euren Datenpaketen hinterlegen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich habe nun dieses Datenpaket auch unter diesem Video bereitgestellt und würde mich auch sehr freuen, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.